Wie ist aber mit der Konzentration zur Muskulatur ums Geschlecht sogar an? Und wann ist mit der Zunge ungefähr 2 cm weiter den Gaumen nach oben ans Gaumendach, an diesem höchsten Punkt vom Gaumen und drückst im gleichen Tempo die Zunge gegen den Gaumen, wie du deinen Beckenboden zusammenziehst. Das Tempo kann sich verändert haben. Deine Konzentration auf die Muskulatur ums Geschlechtsorgan. Zusammenziehen, locker lassen, zusammenziehen, locker lassen. Das kann auch sehr viel schneller sein. Und dann konzentrieren wir uns auf die Muskulatur ums Ausscheidungsorgan. Es ist nicht wichtig, ob der Muskel reagiert. Geh mal mit der Konzentration dorthin. Die Konzentration ist auf Ausscheidungsorgan. Und die Zungenspitze wandert weiter nach hinten Richtung Kehle. An diesen weichen Teil vom Gaumen. Und im gleichen Tempo, wie du den Beckenboden zusammenziehst, drückt sich auch die Zungenspitze gegen die Kehle oder gegen dieses Zäpfchen oder gegen den weichen Teil des Gaumens. Und dann lass das Ganze mal locker. Lass die Hände gehen. Du nimmst eine Hand und bringst den Daumen von der Hand, den Daumen in den Bauchnabel. Du nimmst die andere Hand dazu und greifst das Handgelenk. Und drück mal sanft mit dieser freien Hand den Daumen in den Bauchnabel. So druckmachend, ungefähr im Tempo 1, 2, 1, 1, druckmachend. Atme mal tief ein, tief aus dabei. Druck gegen den Bauch. Das erhöht einfach auch die Konzentration und auch die Hitze im Körper. Und dann atme mal tief aus und drück den Daumen in den Bauchnabel. Und mit der freien Hand drückst du die Hand in den Bauch. So, und dagegen atme jetzt mal tief ein. Haltet die Luft kurz. Nur so viel Druck geben, wie das gut ertragbar ist von diesem Druck in den Bauchnabel. Und tief aus. Und locker lassen. Und jetzt machen wir nochmal Pranamudra. Jetzt zieh den Bauch sanft ein, atme ein, dreh die Hände zueinander, zieh den Beckenboden dabei an. Aus. Zieh den Bauch ein und lass die Hände locker. Einatmen. Beckenboden aus. Bauch locker. Ein. Beckenboden aus. Locker lassen. Die Füße etwas weiter auseinander. Jetzt kommt eine Übung. Simhasana, die erstmal komisch erscheint. Wir strecken dabei die Zunge raus. Und die Augen weit auf und ziehen den Bauch ein. Das solltet ihr nicht machen, wenn ihr vorher gegessen habt. Am besten in nüchternen Zustand. Ihr atmet tief ein, zieht den Bauch sanft ein, stützt euch auf die Beine, so. Schaut, dass der Kopf als oberstes bleibt, dass der Rücken lang sein kann und die Arme gestreckt, sodass du dein Gewicht, wenn ich es jetzt wegnehmen würde, dass dein Gewicht auf den Beinen liegt. Und dann atmest du durch den Mund aus, streckst dabei die Zunge raus und machst die Augen ganz weit auf. Ziehst den Bauch weit ein, kommst mit eingezogenem Bauch hoch, bringst die Hände auf das Becken und atmest dann, schluck einmal und atme ein. Tief aus.
so wichtig, kann auch so aussehen. Hauptsache, du gehst nicht so nach vorne mit dem Oberkörper, nicht so sehr. Versuch langsam tiefer zu kommen und einigermaßen aufrecht dabei zu bleiben. Die Arme übereinander, überkreuz, indem du die Arme überkreuzt. Welcher Arm oben ist am Anfang, ist egal. Atme mal ein, heb die Ellenbogen. Mit dem Ausatmen knick die Beine ein und lass die Ellenbogen absinken. Zieh die Ellenbogen ran, atme ein. Aus. Ein, anderen Arm, Ellbogen hoch, aus, ein, aus, nochmal die erste, aus, ein, aus. Schön die Finger breit auffächern, und knie die Arme ein und leg mal deine Knie gegen die Arme. Wippend. Mach den Druck mit den Händen in den Boden und drück. Schön drücken, drücken. Wenn ihr weitergehen wollt, drückt die Knie mal nach innen. Und hebt die Fersen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Beine heben, die Füße heben. Und ja, immer wieder mal rein und raus gehen. Und dann geht lieber rein und raus, als drin stehen zu bleiben. Trainiert das erstmal. Und dann geht ihr rein und von dort aus gehen wir zurück in den Hund. Entweder hüpfend oder gehend und alternier so ein bisschen den Mund. Mal das Becken, die Beine, die Knie, die Arme, die Knie. Okay, so. Deine Schulter. Versuch mal zwischen die Arme zu sinken von den Schultern her. Strecken und reinsinken. Strecken und reinsinken. Dann versuch die Schultern nach außen und nach innen zu bewegen. Von den Armen. Dann knick die Beine mal ein und geh mit den Schultern über die Hände. Die Knie berühren dabei den Boden nicht. So. Dein Becken versuchen zu kippen. Den Rest macht die Schwerkraft. Nur das Becken vor und zurück. Die Knie schweben sanft über den Boden. Mit dem Gesäß nach hinten, die
den Fuß lang machen und die Hand auf das Bein und versuch mal dein Becken zu bewegen. Zur Seite, zu diesem Bein hin. Den anderen Arm und den Oberkörper. Das kann auch, ne, das kann weitergehen, aber versuch lieber hier zu spüren. Schön strecken in den Arm und zurück. Anderes Bein. Erstmal vorbereitend vom Becken ruhig hier so ein bisschen Druck aufbauen, sodass du, als wenn du den Oberschenkel nach unten drücken möchtest, und den Arm und zur Seite. Wie gesagt, kann das Ganze auch etwas weiter gehen, muss aber nicht. Gar nicht so wichtig, wie weit du kommst. Das Weit kommt von ganz alleine. Und zurück. Sich nach hinten setzen, auf die Fersen, die Hände, wieder die Finger auffächern und Druck machen nach hinten, sodass deine Knie sich heben. Die Beine. Okay. Nächster Step für die Beine. Du stellst einen Fuß in die Mitte, knickst das andere Bein ein. Lass die Knie auf einer Höhe. Streck das Bein. Dann streck mal beide Füße und heb die Hüfte. Hüfte heben, dann knick das Bein. Beide. Die Hüfte ist auf und du versuchst dein Knie Richtung Decke zu heben. Knie Richtung Decke. Das Knie aufmachen, Richtung Decke. Dann mach das Knie auf, die Hüfte auf, streck den Fuß nach oben, in beide Zehen strecken, also in beide Füße strecken, dann den unteren Fuß, die Ferse Richtung Boden kommen lassen. Dann die Hüfte schließen, dann das Knie Richtung Kopf, und den Fuß aufsetzen. Tief ein, tief ausatmen. Vielleicht machst du eine Pause. Auch für die Handgelenke. Lasst uns eine Aktivpause für die Handgelenke machen. Geh auf die Fäuste, streck die Hand und versuch mal den Arm so zu bewegen, die Hand, den Handrücken auf den Boden. Es kann sein, dass es so ein bisschen spannt, dass es in der Hand wehtut, im Handgelenk wehtut. Geh zurück, mach eine Faust, belaste die Faust, mach die andere Seite. Es wird mit der Zeit deine Hände, deine Handgelenke öffnen und du wirst diese Spannung, die viele Leute, gerade wenn sie viele Vinyasas machen, also viele Sonnengrüße oder halbe Sonnengrüße machen, dass die Blockade dann im Handgelenk ist und zurück. Das gleiche mit der Handfläche. Das können die meisten Menschen mit beiden Händen machen gleichzeitig und das Handgelenk öffnend. Die Ellbogen einknicken, versuchen nicht die Ellbogen durchstrecken und Fäuste. Belasten die Fäuste, drück mal in den Boden. Okay. Andere Seite, Bein. Geh wieder zurück in den Hund, den Fuß, das zweite Bein einknicken. Lass die Knie beieinander. Flex den Fuß, den oberen, und streck das obere Bein in die Ferse. Beide Füße strecken, die Hüfte öffnen, das obere Bein einknicken, das untere Bein. Das Knie Richtung Decke. Aufdrehen. Aufdrehen, versuch die Arme einigermaßen gestreckt zu halten, aufzudrehen.
Den Schritt für Chaturanga Dandasana, diesen Stütz, gibt es eine schöne Vorübung für, um diese Kraft dafür zu bekommen. Du gehst mit beiden Händen nach vorne. Du kannst das auf den Händen machen, du kannst das auf den Fäusten machen. Es geht jetzt erstmal um die Kraft der Arme. Es geht um langsam und es reicht 5 Wiederholungen. Du kannst auf den Knien, du kannst aber auch die Knie heben. Lass uns das erstmal auf den Knien machen. Deine Ellenbogen sind über den Handgelenken und du gehst nach vorne. Versuch langsam und die Hände in den Boden zu drücken, zu drücken, zu drücken, zu drücken. Und hoch. Du kannst in jeder Haltung, kann es auch für Leute, die schon weiter sind, anstrengend sein, weil der Druck, den du in den Boden machst, ist eigentlich das, worum es geht. Schau, dass du dich so langsam und so kräftig in den Boden drückst, dass du gerade noch da rauskommen kannst. Knie gehoben, gleiches Spiel. Oder du gehst runter, drückst in den Boden, kommst wieder raus, presst in den Boden. Mach 5, 6 Wiederholungen, mach dann eine kleine Pause. Lass uns nochmal eine Aktivpause für die Handgelenke machen und lass die Finger ineinander, Fäuste und dreh sanft. Auch andersrum, sodass die Handgelenke gar nicht erst in die Überlastung kommen. Okay. So, nochmal einen Kraftaspekt. Du hebst die Knie und versuchst jetzt die rechte Hand nach vorne zu schieben und den linken Fuß nach hinten. Und dann wechsel die linke Hand nach vorne, den rechten Fuß nach hinten. Rechte Hand, linker Fuß. Es kann sein, dass die andere Seite frei sein darf dann. Linke Hand, rechter Fuß. Das erste ist, dass du drückst. Wirklich dieses Gefühl für diese Verbindung. Linkes Bein, rechte Hand. Linke Hand, rechtes Bein. Das zu bekommen, ist der erste Schritt. Dann kannst du versuchen, die freie Seite zu heben. Zu strecken, zu heben, was auch immer. Halte die Knie samt nur über den Boden, nicht so hoch, drücken, drücken, Verbindung. Atmen. Locker. Tief ein, tief ausatmen. Es wird dir die kontralaterale Verbindung, wirst du wahrnehmen können. Das heißt, von dem rechten Arm in das linke Bein und dem linken Arm in das rechte Bein. Das verbessert sich mit der Zeit. Überlastet dich nicht, das ist wichtig. Es ist nicht wichtig, ob du den Arm heben kannst oder den anderen oder das Bein. Das kommt von ganz allein. Wichtig ist, dass das von alleine kommt. Dann noch eine von diesen Praktiken. Du gehst nochmal da hinein. Du gehst in den Hund, zurück, drehst, rechte Fuß, linke Arm und setzt dich da rein. Linke Fuß, rechte Arm.
Fuß linke Arm. Links, rechts. Rechts mit links. Wenn diese Haltung, wenn du das halten kannst, kannst du versuchen, das Bein zu bewegen. Das andere. Zurück in den Dolly. Kleine Pause. Tief durchatmen. Andere Variation, nochmal den Hund. Der rechte Fuß, der linke Fuß geht da dran. Der geht so da dran und du knickst die beiden Beine ein. Du streckst die Beine, gehst zurück. Linke Fuß schräg, rechte Fuß. Es hilft sich das erstmal anzugucken, beide Beine einknicken, beide Beine strecken zurück, rechts. Links, links, rechts, ein und strecken. Einknicken, strecken. Eine etwas fortgeschrittenere Variation, bleibt entweder bei der ersten, bei der zweiten Form oder du gehst da rein und jetzt geht dein rechtes Bein, hebst du, du stehst, deinen linken Arm streckst du, du ziehst dich wieder zusammen und zurück. Rechten Fuß, linken Fuß auf dem linken Arm, einknicken, strecken, einknicken, zurück, linke Fuß, rechts, strecken, zurück, wechseln, andere Seite, einknicken, zurück, nochmal die zweite Seite, zurück und in den Hund. Tief atmen im Hund. Knie zum Sitzen. Tief atmen. Okay, lasst uns die Knie mal öffnen. Wir sind mit den Füßen etwas weiter auseinander. Bring die Zehen mal in die Kniekehle und setz dich langsam zurück. Setz dich, als wenn du in den Schneider solltest. Der Fuß ist zwischen der Wade und dem Oberschenkel. Der rechte Fuß zwischen der linken Wade und dem linken Oberschenkel. Und du bewegst das Ganze. Dann das Gleiche auf der anderen Seite. Linke Fuß zwischen rechter Wade und rechtem Oberschenkel. Anspannen, ob du sitzen kannst, ob du so und ob du nur nach hinten gehst. Es kann sein, dass es recht unangenehm ist für die Wade, für den Fuß, was auch immer. Du wechselst nochmal, machst ein zweites Mal die erste Seite. So, solltest du aber weitergehen können, kannst du den unteren Fuß zwischen dem anderen durchziehen. Ja, so dass die beiden Füße zwischen
in den Wagen sind und du dich sanft bewegst, hin und her bewegst und zurück. Du wechselst den linken Fuß zwischen die rechte, arbeitest wieder an der ersten oder an der zweiten Variation, streckst, wenn du kannst, den Fuß dadurch und bewegst die Hüften, bewegst die Füße, bewegst die Beine, was auch immer möglich ist. Bewegen, bewegen, bewegen. Okay, die Füße lösen und in einen Schnallsitz kommt. Rechte Fuß ist vorne, linke Fuß ist hinten, linke Hand geht zur Seite. Du drehst dich und hebst dein Gesäß und du drehst wieder zurück. Nochmal aufdrehen und zurück. Jetzt drehen wir uns einen weiter, heben und weiter drehen und dein linker Fuß ist vorne. Und du sitzt im Schneidersitz, das heißt, beide Füße sind am besten unter den Unterschenkeln. So, das macht dich lebendiger, das macht dich nicht so stabil. Es macht dich lebendiger für die nächste Haltung. Heben, drehen. Heben, drehen. Heben, drehen. Und jetzt kommen wir hoch, heben, dein Gesäß nach unten, komm hoch. Lass uns ein bisschen das Becken bewegen. Versuch mal die Bewegung mit dem Becken. Die Bewegung mit den Schultern. Mit dem ganzen Körper. Du kannst dich ein wenig strecken, bewegen. Dich strecken. Das, was dir kommt, einfach mal versuchen, was geht, auch für den Hals, für die Beine, sich strecken. Okay, die Füße neutral. Als Mann die linke, als Frau die rechte Hand auf das Schambein, die andere Hand da drauf. Die Knie sanft gehen lassen, die Augen schließen, Kontakt aufnehmen zum Boden.
ich als